Der Traum von der Titelverteidigung. Er lebt bei den Stuttgarter Kickers und ausgerechnet der härteste Gegner im WV-Pokal, der SSV Ulm, wurde vom heutigen Kontrahenten bereits aus dem Pokal geschmissen. Im Achtelfinale gewann die Sportunion Neckarsulm mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den Regionalliga-Tabellenführer. Heute wollen sie auch den zweiten Vorjahresfinalisten besiegen. Beide Teams kennen sich bereits aus der Liga. In der Hinrunde gewannen die Kickers deutlich mit 5:1. Und auch im Pokal will die Mannschaft von Mustafa Ünal möglichst nichts anbrennen lassen. Neckarsulm in den dunkelblauen Trikots beginnt mutig, aber die erste Möglichkeit, die hat der SVK. Harim Eroglu kommt hier an den Ball, auf links läuft Berisha mit 0:1. Der Blitzstart von den Stuttgarter Kickers nach gerade einmal 3 Minuten bringt Flamo Berisha die Gäste in Führung, obwohl er den Ball auf dem tiefen Rasen gar nicht so richtig trifft. Die Stimmung bei den mitgereisten Kickers-Fans natürlich von Anfang an bestens. Neckarsulm sucht nach einer Antwort, Chancen sind aber erstmal selten. Nicht umsonst haben die Kickers in der Liga erst 11 Gegentore in 24 Spielen kassiert. Daran ändert auch der Versuch von Julian Krupp erstmal nichts. Nach einer Viertelstunde haben die Stuttgarter das Spiel halbwegs unter Kontrolle. Offensive Szenen sind dennoch eher die Ausnahme. Wenn es dann mal nach vorne geht, wird es gleich aber richtig gefährlich. Das ist wieder Eroglu. Kleiner Hackentrick, Meier 2:0. Loris Meier mit dem zweiten Streich für die Kickers. Verletzt sich in dieser Szene, kann aber kurz darauf weitermachen. Und wieder ist Halim Eroglu direkt beteiligt. Danach verwalten die Kickers diesen Vorsprung. Neckarsulm kommt jetzt ein bisschen besser ins Spiel. Arel Demir nimmt es da mit der kompletten linken Seite auf. Und dann ein Handspiel, aber es ertönt kein Pfiff. Großes Glück für die Stuttgarter Kickers, denn der Arm von Dickelhuber hat auf dieser Höhe absolut nichts verloren. 43. Minute, kurz vor der Pause. Freistoß Bellanave, Kopfball Zeltz, der Anschlusstreffer. Und das zu einem psychologisch extrem wertvollen Zeitpunkt. Jonas Zeltz lässt Castellucci keine Chance. Denn direkt danach ist Pause, das Spiel ist auf einmal wieder völlig offen. Die Kickers müssen wieder etwas mehr tun für die Mission Titelverteidigung. Und tatsächlich kommen die Gäste mit deutlich mehr Offensivpower aus der Kabine. Selbst verschätzt sich, zieht dann am Trikot von Meier, aber es gibt wieder keinen Pfiff. Für mich die zweite Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, das ist ein klarer Elfmeter. Wenn man es so nimmt, ausgleichende Gerechtigkeit. Knapp eine Stunde ist gespielt, Freistoß für die Kickers. Ziemlich genau von der Position, aus der der Anschlusstreffer für Neckarsulm gefallen ist. Kammerbauer und in der Mitte Polauke. 3:1. Paul Polauke stellt den alten 2-Tore-Abstand wieder her. Standardsituationen können sie also auf beiden Seiten. Aber Neckarsulm gibt sich nicht auf. Nur 7 Minuten später, Claudio Bellanave, diesmal mit der Hereingabe und hinten plötzlich ganz frei, Emmanuel McDonald. Es ist wohl kein Abseits. McDonald startet im richtigen Moment, wird da von der Stuttgarter Hintermannschaft aber auch völlig allein gelassen.
Doch es reicht nicht zu mehr als dem erneuten Anschlusstreffer. Die Kickers spielen das in der Schlussphase ganz cool hinunter und machen dadurch den nächsten großen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Am Mikrofon Kapitän Kevin Dickelhuber mit seiner Einschätzung zu den Elfmeterszenen. Ja klar, ich finde, man kann beide Elfmeter geben. Wenn der Schiri beides mal auf den Punkt zeigt, kann man sich nicht beschweren. Klar, natürlich beim letzten Aktion hier, wenn Loris sie fallen lässt, muss er die rote Karte ziehen, aber er hat sich leider nicht fallen lassen. Aber ja, Schiedsrichter hat seine Sache okay gemacht, an dem lag es mit Sicherheit nicht, dass so ein zerfahrenes Spiel war. Aber ja, wir haben auf jeden Fall die Platzverhältnisse angenommen. Der Gegner schafft mit allen Mitteln mittlerweile, das sieht man. Das Spielfeld wurde 10 Meter kleiner gemacht, aber es hat leider auch deswegen nichts gebracht. Wir sind sehr, sehr glücklich, im Halbfinale zu stehen. Ob das Spiel gut war von uns oder nicht gut, kann man darüber diskutieren. Wir haben den Kampf angenommen, das war wichtig. Das haben wir auch gesagt, wir können ja nur über den Kampf ins Halbfinale kommen. Das haben wir sehr gut angenommen, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben 2-0 geführt. Kriegen dann durch einen dummen Standard das 2-1, dann wussten wir in der Halbzeit, okay, zweite Halbzeit wird eklig, viele lange Bälle, wir haben aber alles super wegverteidigt, belohnen uns mit dem 3-1 und kriegen dann das 3-2. Aber bis zum Schluss haben wir gekämpft und wir sind im Halbfinale und da wollten wir hin. Große Freude, also bei den Kickers, das Endspiel findet ja wieder im eigenen Stadion statt. Kein Wunder, dass da der Pokaltraum besonders groß ist.